wunderschönen guten Morgen, meine lieben Dieselfreunde. Ich werde das jetzt immer so machen, wie ich, wann ich die Ansage mache. Es ist jetzt 4.30 Uhr, also 4.33 Uhr, 26.04.2024, Big Day. Ich bin gestern Abend um 9, glaube ich, zu Hause angekommen von den ganzen ADR-Kursen. Ich wollte eigentlich nur den Basiskurs machen, habe dann noch den Tankkurs gleich hinten dran gemacht. Da hatte ich mich dort beim Kurs entschieden. Die Dame hat das auch sehr, sehr gut gemacht in Gera. Müsst ihr euch vorstellen, ich habe ja vorher quasi überhaupt keine Berührung damit gehabt und habe das so gut bei ihr verstanden, habe natürlich noch abends gelernt im Hotelzimmer oder im Pensionszimmer. Entschuldigung. Und ich fand, der Inhalt ist leicht vermittelbar. Also ich habe dann Basis, glaube ich, mit einem Fehlerpünktchen gemacht und dann den Tank hinten dran gleich noch, also verlängert mit 0 Fehlerpunkten und habe mich dann für nächste Woche Montag eingeschrieben noch für Schein 1, also sprich Explosivstoffe. Und ja, was du hast, das hast du, ne? Du bist für alles offen. Also mal gucken, was kommt. Ich werde es jetzt nicht gleich brauchen, schätze ich mal, aber die nächsten 5 Jahre, wenn was kommt, oder ich weiß ja auch nicht, wo ich mich dahin entwickle. Klar, ich habe meine eigenen Produkte, die ich gerne fahren möchte, aber ich finde, mir macht es momentan auch wahnsinnig viel Spaß, da reinzuschnuppern, reinzustoßen und zu gucken, was gibt es denn da alles am Markt. Ne? Und ja. Und möglichst gut vorbereitet zu sein für die ganze Chose. Ja, bin dann gestern Abend um 9 nach Hause gekommen, heute Morgen sehr früh wieder aufgestanden, habe noch ein paar Sachen zusammengekramt. Gestern hatte ich noch die ganzen Frachtverträge, die ich mittlerweile auch habe, über die Timocom ausgedruckt, denn wir fahren heute, also ich fahre jetzt zum LKW, mit dem LKW dann solo nach Werlte hoch, da wo Krone ist, da ich hier gebraucht den Schmitz Cargo Bull gekauft. Der ist jetzt ein bisschen schicker gemacht. Felgen können vielleicht nochmal neu, aber naja, kommt Zeit, kommt Rad, muss nicht immer alles gleich sein. Und ich finde, die darf er sich jetzt auch mal zusammen verdienen, halt schicke Alcoas hinten drauf, dass man ihn noch ein bisschen, ne, so eine gewisse Evolution hat. Ja, aber ich werde jetzt noch nicht zu viel erzählen. Also wir fahren jetzt erstmal zum LKW und dann werde ich wahrscheinlich in altbekannter Art und Weise nochmal schön wiederholen und ewig rumbalabern und philosophieren. Aber euch scheint es ja zu gefallen. Und wow, da oben, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da ist der Mond. Naja, das seht ihr wahrscheinlich nicht hier mit der Kamera. Wunderbarer Vollmond. Ich glaube, der ist mittlerweile schon ein Stück weit abnehmend. Ach schön. Ne? 4.30 Uhr, da kannst du den einen oder anderen Werwolf noch aus dem Gebüsch springen sehen. Wahrscheinlich in Unterhose. So, ich bin jetzt am LKW angekommen. Machen wir den mal fertig. Bisschen immer mit der Sehne hier beim Hochsteigen kleinwenig vorsichtig sein. Batterietrennschalter an. Und dann machen wir den Burschen. Gestellt. Das ist tatsächlich sehr interessant. Und jetzt wollen wir mal sehen. Der hat ein kleines Kaltstartproblem, das immer in sagt, das liegt am Drehzahlsensor. Passt auf. Merkt, normalerweise, wenn es ein bisschen kälter wäre, würde er absterben. Dann beim zweiten Mal aber sofort kommen. Und aber jetzt war er da, bin ich zufrieden. Machen wir mal ein bisschen Licht hier. Genau. So, ich glaube, wir sehen uns dann wieder, wenn ich dann unterwegs bin. Ich werde noch ein bisschen einräumen, der ist ja noch nackig jetzt wieder. Ja, da seht ihr jetzt alles nicht, die Blende. Steinschlagschutzgitter. Und bis gleich. Unterwegs, das hat noch ein bisschen gedauert. Es ist 6.17 Uhr, sind auf dem Weg auf der B7 Richtung Warburg, von Calden aus.
schön mit 65, so wie es sich gehört. Eigentlich gehört es sich mit 60. Aber ich habe mir mal die Frechheit herausgenommen, 65 zu fahren. Immer noch relativ allein auf der Straße. Die ersten Handwerker und so, die kommen jetzt raus. Einen kleinen Cappuccino geholt. Und ja, bin mit Henrik schon ordentlich am Schnacken. Ach, und endlich unterwegs sein, ist schön. Also hier seht ihr so die Sonnenblende hier oben, dann hier unten ist schon geil, sieht schon gut aus. Das ist ein Steinschlagschutzgitter. Bisschen mehr Windgeräusche sind, aber naja, wer schön sein will, ne, der muss leiden. Mal gucken, wie lange ich das mitmache und wie sich das auswirkt und wie man sich da gewöhnt. Und im Moment ist auch ganz schön Wind draußen, muss man auch sagen. Aber du hörst schon, dass die Windgeräusche, die sind schon stärker geworden. Also nach meinem Empfinden. Aber ist alles noch im Rahmen. Ja. Ich sollte so um 10, denke ich mal, in Werte sein. Das sagt das Navi. Ich habe den Pausenplaner hier vom Garmin an. Der stimmt auch wunderbar überein. Also 3,49 Fahrzeit. 3,47 hier habe ich noch. Zeit bis Pause. Also der ist eher noch eine, ja, bin etwas safer, dann kann ich das abstimmen. Und er sagt mir dann noch vorher Bescheid, wann ich, dass ich jetzt einen Parkplatz suchen muss und eine Pause gehen muss. Also das ist schon ganz cool, das Ding, muss man ehrlich sagen. Ansonsten, ja, endlich unterwegs, ey, endlich unterwegs, ja. Ich muss das Auto noch ein bisschen einrichten. Ich habe das erstmal alles so ein bisschen verstaut. Das Bett habe ich noch nicht gemacht. Mettbrötchen habe ich da liegen. Noch ein Paket von Truckstyler. Und ja, wie gesagt, die LEDs muss ich noch anschließen da oben. Das mache ich jetzt aber am Wochenende. Das sind erstmal ein paar andere Dinge wichtig. Jetzt muss ich ins Fahren reinkommen. Ich merke, dass ich noch ein bisschen sportlich unterwegs bin. Und da kommt mir immer ein mit ordentlicher Innenbeleuchtung. Also ich noch recht sportlich unterwegs bin, ein bisschen die Kurven zu sehr schneide, gerade wenn ich nachher den Auflieger drauf habe, da muss ich echt mehr drauf achten. Das muss auch ins Gefühl übergehen. Am Anfang muss ich das sehr bewusst machen und dann kommt das schon nachher. Aber endlich auf der Straße. Leute, das ist so schön. Ich weiß nicht, ob ich es euch schon gesagt habe, dass ich endlich auf der Straße bin. Das ist schön. Viel, viel Arbeit investiert, um jetzt an diesen Punkt zu kommen. Und ja, jetzt hocke ich hier drinnen und fahre meinen Trailer abholen. Das ist meinen eigenen Trailer. Das ist schon eine coole Sache. Also den Trailer meiner Firma, die mir letzten Endes gehört. So ist es richtig ausgedrückt, aber reingekauft, keine Leasing, keine Finanzierungsgebühren, genauso wie bei dem LKW. Und am Anfang hatte ich so mal gedacht, Mensch, MAN mit diesem Businterieur. Aber ehrlich gesagt, ich fühle mich hier drinnen total wohl. Also der Sitz ist super bequem, das Auto ist super bequem. Ich bin gespannt, wie er sich anfühlt, oder er wird sich wahrscheinlich erstmal richtig anfühlen, wenn er hinten einen Auflieger drauf hat. Und ja, und ich habe hier ordentlich Platz drin. Das ist mir mittlerweile viel, viel wichtiger, als wenn sich hier alles so drumherum schmiegen würde. Also ich mag das Auto, muss ich ehrlich sagen. Ja, ansonsten muss ich ja noch ein bisschen aufräumen und so, aber jetzt geht es erstmal darum, ein bisschen Strecke zu machen. Wir müssen da oben ankommen und dann habe ich ohnehin ein bisschen Zeit, weil irgendwann muss ich auch die Pause machen. Und ja. Ja, und von Werte aus geht es dann weiter. Ich werde heute auf jeden Fall eine 10er ziehen, Richtung Aurich hoch. Das ist so eine Stunde, 20 Minuten ungefähr. Da hole ich eine Teilladung ab. Das sind einfach nur Paletten, so 3 Tonnen. Dann von da aus fahre ich weiter nach Löhne, hole eine zweite Teilladung, alles Richtung Kassel ab und fahre dann von Löhne aus ja, nach Kassel runter. Ich bin gespannt, ob ich das heute alles in einem Rutsch schaffe. Ansonsten werde ich im LKW übernachten und morgen dann Richtung Kassel fahren, LKW abstellen, Sonntag Ruhetag machen, Montag ist dann, geht's nach Chemnitz, nee, nicht Chemnitz, doch Chemnitz, am Montag geht's nach Chemnitz,
noch den letzten ADR-Schein machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon so zusammenhängend erzählt habe. Und zwar habe ich jetzt diese Woche, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wollte ich eigentlich nur Montag, Dienstag, Mittwoch den ADR-Basis machen, weil ich habe ja, kann eh noch Stückgut fahren mit der Plane. Dann habe ich da aber gelernt, dass es ja auch Container gibt, die du hinten draufstellen kannst, gerade über 3000 Liter. Und das finde ich schon ganz gut und deswegen habe ich gesagt, komm, machst du einen ADR-Tank oder du weißt ja nie, wie es läuft, den ADR-Tank auch gleich noch dazu. Während ich noch beim Basiskurs, weil ich habe vorher davon noch nie großartig mich damit beschäftigt oder gehört, während ich also beim Basiskurs noch ein Fehlerpünktchen gemacht hatte, hatte ich dann beim Tankkurs gar keinen Fehler mehr. Und dann hatte ich mal in Chemnitz angerufen und ja, ich muss mal ein bisschen jetzt mit der Betriebsbremse, ich habe jetzt auch die Kamera einfach nur in der Hand und mache dann in Chemnitz noch den Aufbaukurs 1 für explosive Stoffe, dass ich die alle fahren kann. Und dann fehlt eigentlich nur noch radioaktiv. Irgendwas knistert hier, da muss ich nachher mal ein bisschen nachgehen. Ja, und deswegen geht es Montag allerdings mit einem kleinen Auto Richtung Chemnitz. Den Kurs machen, dann abends wieder zurück. Ich denke, ich werde nicht Montag hinfahren, ich werde Sonntagabend hinfahren, übernachten, Basiskurs machen, den Einser machen. Dann drückt die Daumen, dass ich das bestehe. Und weil, wie gesagt, das ist alles neu, es muss man sich alles in die Rübe hämmern dann. Und dann wieder abends zurück. Und dann habe ich am Dienstag die Auslieferung der Sachen hinten auf dem Trailer drauf. Da geht es einmal Richtung Hannover-Schmünden, einmal Richtung Korbach, Richtung Bad Arolsen und von Bad Arolsen Richtung Korbach vorladen dann für den 2. Mai. Genau, also da wird der Dienstag wird überschaubar werden und so kann ich auch so ein bisschen reinwachsen erstmal in die ganze Geschichte und dann geht es am Dienstag runter Richtung, Richtung Rottweil, die Ecke. Das ist eine recht gut dotierte Tour und muss noch gucken, dass ich dann wieder was hochkriege. Ja. So Freunde, kurz vor Werte, 10 Kilometer noch und sind dann bald da. Spannung steigt, ich habe ihn selber noch nicht komplett gesehen. Ich habe auch noch ein Ausschnittsfoto zugeschickt bekommen. Also ja, aber ich finde es ganz gut so, insofern ist die Vorfreude und die Spannung groß. Und ich muss dann, nachher werde ich auch mal die Kamera wieder anders befestigen. Aber wie gesagt, ging jetzt erstmal darum, Meter zu machen. Wir haben jetzt hier kleine Landstraßen, schön nass. Wie sagte Henrik, wie Schlittenfahren, nur komfortabler. Es geht noch, wir haben Gott sei Dank nicht zu geringe Temperaturen, 7 Grad Celsius, sagt er. Und also der MAN könnte hinkommen, vielleicht ein, zwei Grädchen wärmer, aber das ist nur mein persönliches Empfinden. Ansonsten war die Fahrt gut, habe auch eine ganze Weile gebraucht. Von der Fahrzeit habe ich jetzt noch 37 Minuten bis zur ersten Fahrunterbrechung, die notwendig ist, über, also bis die 4,5 Stunden voll sind. Und das heißt, wir kommen locker hin. Ich brauche jetzt noch 10 Minütchen. Dann habe ich quasi noch ein halbes Stündchen fast über. Werde ich halt noch aufsatteln und so. Das Lasi-Material, was ich mitbestellt habe, hinten drauf ballern. Und dann geht es eigentlich schon nach Aurich. Eigentlich wollte ich noch mal zum Folierer, aber die haben heute dann doch keine Zeit. Da muss ich mal gucken, wie ich es mache. Entweder lege ich mir hier hoch noch mal eine Tour, dass ich das hinkriege. Wir es dann machen im Laufe der nächsten ein, zwei Wochen. Oder ich lasse mir zuschicken, weil es ja eigentlich nur noch da oben. Das machen wir aber nachher. Das erzähle ich euch nachher. Da muss noch mal ein bisschen was. Eine Geschichte will ich noch dazu haben. Und die vorne die
ABR-Tafel. ABR. Mensch, gestern erst, so vorgestern die ganzen Kurse gemacht und bestanden. ADR-Tafel, Herrgott nochmal, ich lasse sowas drin. Ja, muss nicht immer glänzen. Die sollte auch noch schwarz foliert werden. Ich lasse mir es zuschicken oder mache es selber. Oder ich ziehe noch mal eine Tour hier hoch, wobei das echt ein elendiges Gebirge ist hier auf den Landstraßen, die teilweise auch wirklich eng sind. Ich fahre viel zu schnell, merke ich gerade. Gar nicht gut. So, machen wir Tempomat rein, ist besser. Ja, würde ich mal sagen, ne? Warten wir mal ab und dann kann ich ihn euch nachher zeigen. Ich bin echt gespannt, wie der zusammen mit dem Auflieger aussieht. Ihr habt ja jetzt auch die Zugmaschine noch nicht alleine gesehen. Naja, klar, also was ist anders? Es ist halt die Sonnenblende anders und das Steinschlagschutz geht da hier vorne. Ansonsten hat sich ja nicht viel geändert, aber es macht in der Gesamtoptik, also von vorne, schon einiges aus. Und da bin ich dann gespannt, wie er dann mit den stimmig bedruckten und folierten Trailer wirkt. Also, ja, ja, na gut. Bis gleich, sage ich mal. So, die letzten Meter. Kann ich immer noch entscheiden, ob ich es rausschneide. Auf jeden Fall muss ich nachher deutlich mehr Platz lassen, wenn ich den Auflieger habe und auch langsamer und besinnlicher reinfahren. Aber ich glaube, das macht man dann ganz von alleine. 2,3 Kilometer sind es noch, dann ist Weihnachten, Bescherung. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil ich habe noch nie einen Auflieger aufgesattelt. Quasi in echt. Reihenfolge ist alles eigentlich schon klar, aber das praktische Machen ist dann nochmal was anderes. Und ja, bin da gespannt. Wird cool. Ich freue mich drauf. So, wir kommen immer näher. Da hinten ist schon Stackenburg. Ich kann ihn noch nicht sehen. So, aber das kriegen wir schon hin. Moment. So, voilà. Oh, das sind alles ganz neue Aufliegerrad gewesen. Kann auch sein, dass sie in der Halle drin haben. Ist er. Oh, sieht das geil aus, Leute. Da ist er. Hammer. Auf jeden Fall muss die Stoßstange noch schwarz werden. Das mit dem Weiß, das sieht nicht so prickelnd aus. So, muss mal gucken, ob ich hier gleich eine 45er reinballern kann. Schwätzchen ist ja immer ansonsten. Ich fahre da jetzt drauf, ich weiß nicht, ob ich da filmen darf, aber ich bin echt gespannt. So, Zugmaschine, das ist das erste Mal von vorne. Und hier ist der Trailer. Für mich ist das jetzt auch das erste Mal aufsatteln, so auf jeden Fall ein bisschen runter. Oder Sie müssen ihn rausziehen. Oh ja. So, der Feuerlöscher ist noch nicht dran. Der sollte eigentlich ran. Ja. Also von hinten. Sieht schon gut aus. Ich glaube, mit dem Inkognito-Fahren ist echt vorbei. Ob ich mir das so richtig überlegt habe, das weiß ich jetzt auch gerade nicht. So, ta-ta-ta-ta, jetzt ist es soweit.
Ich habe mal dieses stimmungsvolle Bild von der Abfahrt Richtung Werther an diesem Morgen genutzt. Ich finde, es sieht total schön aus, auch von der Lichtstimmung, um nochmal meine Stimme aus dem Off erklingen zu lassen. Ich fahre gleich mit der Zugmaschine über Stackenburg aus, mit der Zugmaschine, also mit dem gesamten Zug aus der Halle. Und was halt noch nicht geht, das sind die zwei LEDs und das Leuchtschild an der Sonnenblende. Ich habe mir die Anschlüsse selber von der Zugmaschine kommend, von der Elektrik aus vorbereiten lassen, von der Werkstatt. Nicht, dass da irgendwas ist und nicht irgendwas verklemmt und pum, peng, macht's puff und alles ist dahin. Die waren aber verpolt zu der Zeit noch. Ich habe das mittlerweile selber gefixt. Auch die Anschlüsse gleich von der Sattelzugmaschine aus, dass das, wenn mal wieder was angeschlossen wird, dass das auch funktioniert, weil da einfach auch von vielen Anschlüssen halt eine Polung vorgegeben ist. Und ja, und jetzt kommen wir raus und jetzt halte ich mal die Klappe, dass man das richtig genießen kann. Stelle nochmal vielen Dank auch dafür für das Video, das die junge Dame mit aufgenommen hat. Ich weiß nicht, ob sie den Namen nicht nennen darf. Und an Stackenburg für die tolle Arbeit und Zusammenarbeit. Hat wirklich richtig Spaß gemacht. Und wir machen das wieder. Das sind die ersten Meter, Kilometer jetzt mit dem Auflieger. Und ich hatte noch nie einen Auflieger hinten drauf. Ich habe das erste Mal aufgesattelt. Und es ging wohl gut. Hab dann nochmal Gott sei Dank hinten nach dem roten Knopf geschaut, wegen der Feststellbremse. Und den hatten sie locker gelassen. Und dann habe ich ihn nochmal gezogen. Und ja, ich finde, man fühlt das gut. Also, das habe ich mir viel komplizierter und viel schwieriger vorgestellt. Aber das ist echt, ja, ein bisschen Gefühl fürs Auto, dann geht das. Und war gut, macht Spaß. Und er fährt jetzt. Es war noch leer, ja, aber ein bisschen Gewicht jetzt auf der Hinterachse. Das Auto fährt ganz anders mit dem Trailer, der da hinterherläuft. Also, das ist ein ganz anderes Fahren. Und ich freue mich, Leute. Jetzt kann es losgehen mit Geld verdienen. Ja? Jetzt kann der LKW sein Geld verdienen. Das ist cool. Damit wir die nächste Szene auch gut verstehen, weil es fehlt ein bisschen vorne was an dem Videoschnipsel. Und ganz kurz nochmal meine Stimme aus dem Off. Das Bild, was ihr seht, da bin ich gerade in Aurich, Laden, relativ leicht, irgendwie 1,1 Tonnen, 6 Paletten Kunststoffware. Und ja, habe mal mit dem noch ein bisschen rumgedaddelt und später halt festgestellt, upsala, die Zeit läuft mir weg. Das heißt, ich musste dann von Aurich noch runter nach Löhne. Und in Löhne war es dann so, dass die Ladezeit 18 Uhr geendet hatte. Und da hatte ich dann meine liebe Not, das zu erreichen, denn um Osnabrück hat sich da noch so ein Stau etabliert. Da war ich noch lange nicht ran. Also das, was ihr da seht, da bin ich noch recht weit im Norden. Rolle drauf zu, lasse den Zug halt so bei 90 laufen und mache mir Gedanken darüber, schaffe ich das, schaffe ich es nicht und was mache ich dann? Also welche Möglichkeiten gibt es? Schon von einer Weile, bin dann los. Naja, Zeitplan für die erste Tour war vielleicht ein bisschen zu knapp, beziehungsweise habe ich ein bisschen zu viel Zeit vertrödelt beim Abholen des Aufliegers, beim Fahren zum Auflieger, dann Entschuldigung, beim Laden später, der ersten Teilladung. Also vier sind sechs leichte Paletten, ich glaube insgesamt eine Tonne, wenn es überhaupt hochkommt. Und jetzt fahre ich noch Richtung Löhne in so ein Zentrallager für Getränke oder Hersteller.
und versuche noch beladen zu werden, aber es sieht schlecht aus. 18.11 Uhr, Freitagnachmittag, also vielleicht haben sie ja morgen offen. Schwierig. Ansonsten muss ich mir was einfallen lassen, wie ich dann mit der Situation umgehe. Wenn sie nicht morgen offen haben, naja, dann würde ich weiterfahren, beziehungsweise eine halbe Stunde hätte ich dann noch Fahrzeit. Und die würde ich dann nutzen, ein bisschen noch Richtung Süden kommen. Und ja, dass ich dann morgen früh zu Hause bin, im Grunde genommen. Muss mal schauen. Wird sich irgendwie ausgehen. Vielleicht stimmen ja auch die Öffnungszeiten nicht und sie laden länger. Erstmal gucken. Wir sind jetzt 24 Kilometer vom Ziel. Das Navi hatte vorhin mit viel Stau in Osnabrück gerechnet. Da bin ich aber sehr, sehr gut durchgekommen. Deswegen Ankunftszeit ist 17:44. Ich habe nochmal mit dem Spediteur gesprochen. Der sagte, bis 18 Uhr laden die ab. Also fahre ich jetzt durch dahin, laden auf, fahre ich durch dahin und hoffe, dass ich meine Ladung bekomme. Und dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Ich habe jetzt hier heute eine 10er. Halbe Stunde vielleicht Fahrzeit dann nochmal. So in der Drehe. Muss mal gucken, wo ich damit noch hinkomme. Der Rasthof hier, der ist 23 Kilometer vom Ziel entfernt. Muss mal gucken, ob das vielleicht auf meiner Richtung nach Hause liegt. Also wie ich dann am besten fahre. Und dann drückt mal die Daumen, dass das jetzt noch klappt. Ich melde mich dann später. Hat nochmal alles funktioniert. Ich fahre jetzt noch zum Autohof Bünde. Ich habe den Trailer dann selbst beladen. Es waren aber nur 18 Paletten mit Getränken drauf. So eine Bitter Lemon. Und Auto hat jetzt 12,5 Tonnen geladen, alles zusammen. Ja. Fühlt sich jetzt schon ein bisschen mehr wieder wie ein LKW an. Und es ist auch schön den Berg hier hochgezogen mit der Ladung. Also mal gucken, wie es dann ist, wenn er irgendwann die 40 Tonnen drauf hat. Wird spannend. Aber ich habe jetzt Hunger. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen, deswegen gucke ich mal, ob am Autohof Bünde noch was frei ist. Aber es müsste eigentlich zum Wochenende müsste da was gehen, denke ich mal. Ansonsten muss ich mal gucken, was es sonst noch gibt. Aber die Autohöfe, die haben ja meistens ein bisschen was frei. Sag ich jetzt mal aus meinem reichhaltigen Fundus an nicht vorhandener Erfahrung. Ja, ich meine mich dran zu erinnern, auch mit Momo, dass am Wochenende die Autohöfe nicht so voll sind. Oh. Ich werde es ja gleich sehen. Ja, das war der erste Tag, der war lang. Also war wirklich lang, ist jetzt 19:34 Uhr. Und das reicht dann auch für heute. Also ich bin, glaube ich, um 5 Uhr los. Ich bin ja als Selbstständiger, beziehungsweise, ja, bin ja trotzdem in der GmbH sowas wie so, ich bin eine Einzelperson und bin da nicht an das Arbeitszeitgesetz gebunden, nur an die Fahrzeiten. Deswegen Schichtzeit ist da eigentlich egal. Aber es ist ein langer Tag und jetzt darf er dann auch zu Ende gehen. Habe irgendwie den ganzen Tag außer Kefir, Mettbrötchen und Weintrauben, glaube ich, nichts gegessen. Und jetzt darf ich nicht schwach werden und so ein Trucker-Abendbrot da machen mit viel Fett und Kohlenhydraten zum Abend, weil dann ist auch mit Schlafensense und mal gucken, was sie so haben. Aber ein Salat bringt es jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, natürlich hat das, wie vorhersehbar war, nicht funktioniert. Also ich habe dann echt noch irgendwie, was habe ich mir reingeschaufelt? Das ist jetzt so ein Beispielbild. Auf jeden Fall Bratkartoffeln, Spiegelei, dann mal Pilzsoße mit dabei und ein Fleisch. Ich hatte dann nach so einem Koma, im Fresskoma, da war irgendein Fleisch mit dabei. Also sie haben es ganz passend gemacht. Das war nicht schlecht. Ich glaube, so ein Schnitzel war es. Ein Schnitzel. Es war doch genau das Falsche, was du essen kannst zum Abend, aber der Hunger und die Augen, die haben halt einfach gewonnen. Aber weiter im Text.
guten Morgen an diesem wunderschönen Samstag. So, ich habe die Haus- und Hofrunde schon gedreht. Ich will nur noch mal nach hinten gehen und die Türen kontrollieren. Versorgung zur Haus- und Hofrunde. Im Bad war ich natürlich auch schon. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hinter. Ich will noch mal kurz die Türen kontrollieren und die Sattelkupplung. Ja, dann kann es losgehen. Immer ein bisschen humpelig. Heute ist die Sehne noch nicht so geschmeidig, aber es wird langsam. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich fahre hier ab. Motor ein bisschen anlaufen. Licht an. Ja, jetzt machen wir zum Schluss erst, will die Kollegen ja nicht so stören. Autohof Bünde. Schade, Autohof und nicht. Ich habe jetzt eine kurze 9er Pause oder Fahrtunterbrechung, große Fahrtunterbrechung gewählt, weil ich bin dann sowieso das Wochenende die nächsten 2-3 Tage nicht auf dem Bock und deswegen passt das gut. Jetzt machen wir eine ganz entspannte Heimfahrt mit Kaffeepäuschen. Ja, jetzt wird es entspannt. Kaffee habe ich schon hier. Ich habe noch so eine Papierrolle oben liegen, die wollte ich mal hinten kontrollieren, die neuen Staufächer, wie ich die auf lange Zeit sind. So. Ich vorhin schon kontrolliert im Lichttest, weil ich aber den Motor nicht laufen lassen, zumal der Lichttest auch bei laufenden Motor gar nicht geht. So. Guck mal, wenn ich hier reinmache, also Papierrollen habe ich ohne Ende dabei.
müssen noch so ein Bändel dran machen, so ein Begrenzungsband, dass das nicht immer so unkontrolliert nach unten fällt. Ansonsten haben wir hier noch Platz ohne Ende, sind keine Paletten drin. Da soll eigentlich Fahrrad und sowas rein. Sattelplatte ist zu, aber ich werde noch mal so einen Auszugstest machen. Das machen, ich würde mich da mal nicht dazu rechnen, aber lieber auf Nummer sicher erstmal gehen. So, Scheibe runter. Autobahnkreuz Wünnenberg-Haren ist gesperrt. Wechsel zu neuer Route. Das sieht doch gut aus. Okay. Also wir fahren jetzt von Bünde, Herford quasi, Richtung Schloss Holte-Stukenbrock, also an Bielefeld vorbei, von da aus Richtung Paderborn und runter auf die A44. Okay. Schickt mich dann über die B68, das ist auch schön zu fahren. Wird ein bisschen gekrieche, aber ich bin da jetzt gerade ready for. So. Nochmal. So. Ist das besser? Leute, mir macht das richtig Spaß. Richtig Spaß. Rechts abbiegen in die Osnabrücker Straße, dann in den Kreisverkehr einfahren. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen und auf der L557 fahren. Also Ursula ist sehr mitteilungsbedürftig. Ist das nicht wunderschön, wie sich der Nebel von den Feldern erhebt? Herrlich. Und da auch loszufahren zu dieser Zeit, das finde ich, ist eigentlich mit das Schönste. Ja, sorry für die Tonqualität jetzt im kommenden Abschnitt. Ich habe da einfach die Kamera vorne hingelegt. Ich muss unbedingt mal diese Zusatzmikrofone in Betrieb nehmen, dann ist das auch gefixt. Aber die Bilder sind so schön, ich lasse trotzdem drin. Ich habe noch die Scheibe unten, falls euch über... Nebengeräusche wundert. Geradeaus fahren auf die A30 in Richtung Hannover. So ganz sanft und sachtes Motor, Öle, Flüssigkeiten, Antriebsstrang, wo alles erstmal schön warm werden kann. Ich finde, das zieht gut. Also wir haben ja nur 12,5 Tonnen jetzt drauf. Ich habe auch wenig Vergleiche, muss ich sagen. Aber so vom Gefühl, vom Popometer her, lässt der Löwe sich nicht lumpen.
Ladungssicherung sah auch richtig gut aus noch. In 5 Kilometern an der Abfahrt 28 rechts abfahren in Richtung Idenhausen. Straße fahren, aber dann in die nächste Straße links abbiegen. Ich will Folgetank gerne mal Folgetank leer, möchte ich gerne mal auf eine Waage drauf, dass ich wirklich weiß, wie schwer der Zug ist. An der Ampel links abbiegen. Ist die Sehne ein bisschen angespannt. Das war gestern, glaube ich, ein bisschen viel. Insofern kommt das Wochenende genau richtig. Ein bisschen Erholung. Das wird ganz gut tun. Wobei ich noch ein bisschen was am LKW machen möchte, denn ihr habt vorhin gesehen, bei der Lichtaufnahme,
fehlt noch das Leuchtschild vorne, dass das leuchtet, und die zwei anderen LEDs. Das werde ich jetzt wahrscheinlich am Wochenende noch richten. Ich denke, dass das einfach nur eine Verpolung ist. Das liegt nicht an mir, das liegt an der Vorbereitung. Denn die LEDs von MAN, die sind ja, glaube ich, im Zeller, die geben eine klare Polung vor. Die kannst du auch noch eine bestimmte Art und Weise anschließen über den Stecker. So, das funktioniert über den Stecker. Das Fernlicht von oben. Das funktioniert über den Stecker. 100%ig, also auf die richtige Polung. Aber halt nicht so, wie sie es halt angebaut haben. Das heißt, die haben sich wahrscheinlich beim Einsetzen der Kontakte in die Stecker einfach vertan und es verpolt. Oder halt den halt Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen. Beim Abzweig von der Leitung. So. Schön 64, 65 ist, jagt uns heute keiner. Also ganz entspannt. So, dann mache ich mal hier ein bisschen aus und wir sehen uns nachher wieder. Ach Leute, ich genieße das hier gerade. Ich fahre jetzt die B68 runter und richtig schön cruisen mit 65. Aber so ist das halt. Und ja, ich berichte halt noch hauptsächlich aus den Augen eines normalen, vielleicht auch Wohnmobilfahrers. Da bist du auch nicht so schnell. Hier werde ich mal ein Päuschen machen hier vorne. Aber rutsche da jetzt langsam wirklich immer mehr in dieses entspannte Fahren rein. Na, das werde ich jetzt nicht schaffen. Das ist auch nicht der Auto, auf den ich dachte. So, Moment. Schön sacht und sanft in den Ort rein. Ja, war eine schöne Einfahrrutsche, fand ich. Von Kassel gestern solo bis nach Werlte hoch, den Auflieger geschnappt. Dann leer nach Aurich hoch. Von Aurich dann bis nach Löhne gekämpft, sodass ich noch beladen wurde. Zweite Teilladung. Die erste war recht leicht. Das sind, glaube ich, 6 Paletten hinten drauf. Die erste Teilladung, Kunststoffteil. Also, wenn es hochkommt, 1,1 Tonnen. Dann die zweite sind 11,5 Tonnen. Also insgesamt so 12,5, 12,6 Tönnchen hinten drauf. Und ja, fordert halt den Löwen schon hin und wieder mal, gerade jetzt hier, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera seht, aber das geht richtig hoch. Das ist von 6 bis 22 Uhr, aber viel schneller schaffen wir es eh nicht. Und ja, schaut auch mittlerweile, dass ich hier ein bisschen mehr manuell schalte auch, gerade wenn es so hoch geht. Jetzt innerorts, das ist gut, aber außerorts, dass man ihm gleich schon den richtigen Gang gibt. Ein schöner Bäcker. Könnte ich eigentlich was mitnehmen. Und nächsten Ort, wenn ich jetzt keine Kamera in der Hand habe, dann werde ich mal anhalten. Ist ja nicht viel los, dann stelle ich mich auch mal mit der Warnblinkanlage an, dann auf die rechte Spur und dann können wir ja vorbeifahren und springen mal schnell rein. Hier ist übrigens hier vorne so ein American Car Händler, also so besondere Autos, da ich ja mal einen GT40 gesehen. Man vielleicht schon ein bisschen was so draußen steht. Also lohnt sich, wenn er hier vorbeikommt, dass er mal rein springt. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen und auf die B68 fahren. Und jetzt werde ich noch zum Rüssel fahren, da werden wir vielleicht noch mal eine Aufnahme machen, weil die Maschine darf ruhig mal gewaschen werden. Wahrscheinlich wird es am Wochenende höllisch regnen, Sahara-Sand sich reinbrennen. Aber wenn es nicht regnet, dann ärgere ich mich. Eieiei. So, schön knusper hier durch. So. Ja, wunderbar. Und jetzt 68 Folgen. Lange Steigung hier hoch. Also ich war gestern 17.44 Uhr in Löhne zum Laden, habe die 10er gezogen. Und das hat auch noch funktioniert. Musste dann selber laden dort. Das ist zwar so ein Getränke, Großmarkt, Großhandel. Und werde dann beim Aldi in Hannover-Schmünden am Dienstag entladen dort. Es sind 18 Paletten hinten drauf gekommen. Die musste ich auch selber laden. Eigentlich bin ich Fahrer, kein Lader. Aber
mich hat das nicht gestört. Also ich mache sowas gerne, ehrlich gesagt. Das ist auch mal ein bisschen was anderes. Ich bin natürlich noch ein bisschen ungeübt, aber man kommt dann relativ schnell rein in diese Langameisen. Und ja, ich hab da kein Problem mit. Ich finde das sogar ehrlich gesagt ein bisschen abwechslungsreich. Es hat nichts mit Sport zu tun, also weil ich das auch immer höre, naja, ich muss ja laden, da betätige ich mich körperlich genug. Also jetzt mit so einer Ameise da rein und rauszufahren, das ist natürlich keine großartige körperliche Betätigung, aber auch sonst, du machst es ja immer aus der Kalten raus und das hat mit Sport nichts zu tun. Und deswegen, jetzt kommt hier noch, jetzt werde ich langsam anfangen, hinten im Auflieger eine bestimmte Vorrichtung aus Holz einzubauen, dass ich da Kettlebells reintun kann und ein Fahrrad und sowas, so dass man ein bisschen mobiler ist, wenn man jetzt auch mal eine 11 Stunden Zeit hat, ne, und nicht nur auf so einem Autohof rumhängt. Ja. Na gut, ja, ich wollte euch noch mal ein bisschen das Land hier zeigen. Richtig schön. Bin extra von der A33 runter und kann er schön in den Segelmodus rein. Seht ihr auch hier am grünen Balken, dass der bis 2400 Umdrehungen geht. Das ist für die Motorbremse. Hat nichts mit Leistung zu tun. Also Verbrennung in dem Sinne, sondern es ist nur wichtig für die Motorbremse. Weil er über die jetzt so ein bisschen reinbremst und ansonsten laufen lässt. Jetzt sind wir bei 26,9 Liter hier, aber ich habe es mir echt ausgesucht. Ich wollte von der Autobahn runter und jetzt am Samstag einfach mal hier die Landstraße genießen. Und ja, jetzt zu spät. Ich hätte vielleicht ein bisschen früher ein Tempomat rausnehmen können. Dann wäre mit Schwung einfach drüber gerollt. Aber es ist für mich interessant jetzt zu beobachten, wie er dann hier ganz unten im Drehzahlbereich reingeht, quasi da hochsegelt. Naja gut, das. Jetzt, die Kuppe war zu stark, aber dann recht früh halt auch runterschaltet, gerade noch 1000 Umdrehungen reinbringt und dann wirklich ganz sanft über den Hügel so drüber rollt, um dann halt zu wissen, okay, da geht es dann wieder runter. Ich wusste gar nicht, dass die Generation hier von MAN auch schon so eine Art topografischen Tempomaten hat. Ja, genauso arbeitet er zumindest. Aber das macht Spaß, Leute. Das macht mir unfassbar viel Spaß, gerade hier. Es ist auch sehr entspannend. Gut, ich habe heute keinen Termindruck. Gestern war es dann auf der Autobahn wirklich halt, dann war auch dann auch Ballett angesagt. Weil da bin ich dann auch ja, mit dem berühmten 90 dann durchgefahren. Ne? Dass ich das zu 17:44 Uhr noch schaffe. Also da hatte ich dann noch was. 2,5 Stunden zu fahren. Und jede 10 Minuten habe ich durch die 90 am Navi, das rechnet ja mit 80, habe ich durch die 90 eine Minute rausgeholt, alle 10 Minuten. Also bin ich von 18.06 Uhr letzten Endes, also ungefähr eine Minute, manchmal ein bisschen mehr, 18.06 Uhr letzten Endes auf 17.44 Uhr, 42 sowas die Ecke runtergekommen, sodass ich noch geladen werden konnte. Bin da aber dann auch erst 19.30 Uhr wieder rausgekommen, also ich, relativ lange gewesen. Dadurch hatte ich dann auch gleich noch genügend Fahrzeug über, um die 10er zu ziehen. Und bin dann aber auch nur noch bis zum Rasthof Bünde gefahren, weil ich hatte noch genug. Ich hätte, glaube ich, noch 40 Minuten fahren können. Aber ich finde, in Bünde, da kann man sich auch hinstellen. Das ist kein Mega-Ding. Das kostet auch nichts. Das Restaurant ist ganz gut, die Duschen sind vernünftig und also ich bin hier kein Kenner, ja. Ich kenne nur ein paar, aber das war gestern einfach so und dachte ich mir, komm, du hast jetzt keinen Stress, dann fährst du morgen schön entspannt, 5.30 Uhr bin ich dann glaube ich los, fährst du los und dann kannst du noch so in den Sonnenaufgang reinfahren, also das ist doch traumhaft schön einfach. Jo, Freunde, dann denke ich mal, wir werden uns frühestens am Rüssel wiedersehen. Ich genieße das jetzt hier noch ein bisschen und bis gleich. So, ich bin jetzt gerade in Rimbek. Hier gibt es so einen schönen breiten Seitenstreifen. Und ich werde mir mal da drüben jetzt ein paar Brötchen holen. Und ne, vielleicht werde ich sogar ein bisschen Frühstück essen, wenn die haben. Ja, ein bisschen was mit Eichen. Nom, 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 nom.
Und zum Abschluss des Videos mal wieder meine Stimme aus dem Off. Ich habe es also noch schön bis zum Brüssel geschafft, habe da auch nicht mehr großartig aufgenommen. Muss ja auch nicht immer die Kamera drauf halten. Ansonsten wiederholt man sich ja schon genügend und ich glaube, das war in dem Video schon ausreichend oft genug. War nicht viel los am Rüssel. Vor jedem Tor standen ein oder zwei LKWs. Ich bin an Tor 5 dran gekommen. LKW ist auch wunderbar sauber geworden. Habe auch wieder das ein oder andere gelernt, dass wenn du halt möchtest, dass die Sattelzugmaschine hinten auch am Rahmen auch gereinigt wird, entweder machst du es selber oder sattelst Teil ab oder voll. An dieser Stelle vielen Dank, Harry, für den Hinweis. Ja, und danach ging es dann noch zur Firma mit der Sattelzugmaschine Solo. Und dann habe ich mich nochmal um die Blende gekümmert. Das blende ich auch gleich ein, das Foto. Und habe die Anschlüsse nochmal korrigiert. Das heißt, alles abgeknebt, neu verkrimmt. Und am liebsten hätte ich es gelötet, aber da draußen habe ich halt keinen Strom. Ja, und jetzt funktioniert alles. Also alles Paletti. Dann ist der innere Monk erstmal befriedigt. Ja, und dann hatte ich noch ein kleines Malheur beim Absatteln. Ich bin dann noch nicht so firm. Auf jeden Fall die hinteren oberen Abdeckungen der Antriebsachse, die haben ein bisschen gelitten. Gott sei Dank ist das alles. Wird mich ein bisschen Geld kosten, weil ich möchte es ja schön haben. Ich überlege auch, ob ich sie noch drauf lasse für den nächsten Fehler oder ob ich sie jetzt tausche. Naja, wir warten mal am Dienstag ab, ob ich da, wie ich da drauf bin. Und auf jeden Fall. Aber alles nur Kleinigkeiten, nichts Großes. Und man kann da halt auch nicht über seinen Schatten springen. Ne? Also in diesem Sinne, meine Lieben, schön, dass ihr dabei wart. An alle, die bis hierhin geguckt haben, vielen Dank dafür. Lasst gerne ein Däumchen da. Däumchen ist ein Träumchen. Ne? Und auch gerne ein Abo. Kostet nichts, tut nicht weh. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Die Videodichte wird jetzt wieder ein bisschen zunehmen, weil jetzt habe ich auch Stoff, weil als ich zu Hause saß mit einem kaputten Fuß, naja, was willst du da machen? Und am Simulator kannst du da auch nicht fahren. Auch das wird deutlich weniger werden, wenn überhaupt noch was kommt. Ich kann es euch jetzt noch nicht sagen, weil zeitlich ist es eigentlich nicht mehr drin. Okay, in diesem Sinne, bis dahin, euer Tom. Ciao.